Hi, ich bin die Glori und ich fange jetzt an, meinen ersten Vlog zu machen. Ich habe nämlich jetzt 20 Tage Urlaub, damit ich die Zeit mal sinnvoll nutzen kann und sowieso ja immer auf YouTube unterwegs bin, dachte ich mir, ich könnte jetzt mal einen kleinen Vlog oder Videoblog machen. Wundert euch nicht, dass hier ab und zu mal so kleine Zwerge rumflitzen, das sind meine vier Chihuahuas. Drei Rüden und ein Mädel, die gerade läufig ist. Also jeder, der Hunde hat, weiß, womit ich mich gerade rumschlagen muss. Und auch nicht irritieren lassen durch diese Windeln, die sie anhaben. Das ist als Schutz, damit die drei Rüden nicht auf meine Madame gehen. Wenn ihr mehr über meine kleinen Zwerge erfahren wollt, dann könnt ihr einfach mal auf meine YouTube-Seite gucken, beziehungsweise auf die anderen Videos gucken. Zu mir. Ich bin ja normalerweise die Fotografin. Ja, ich habe eine Ausbildung als Fotografin gemacht. Und da steht man ja normalerweise hinter der Kamera und nicht vor der Kamera. Deswegen ist das für mich heute eigentlich mehr oder weniger eine Premiere. Ich habe zwar schon einiges so in die Richtung gemacht, aber das vergessen wir lieber. Auch besser, wenn das keiner mehr findet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich meine, wir müssen uns ja auch mal kennenlernen gegenseitig, könnt ihr das gerne unter dem Video posten. Mache ich ja dann mal ein Video, in dem ich eure ganzen Fragen beantworte. Ich bin da relativ offen. Fragt einfach. Ihr könnt mir übrigens auch einen Tipp geben, was ich für ein Videoschnittprogramm benutzen kann. Ich habe nämlich noch keins. Ich habe hier eine GoPro 4 Black. Also könnt ihr mir gerne vorschlagen oder mal posten, was die besten, coolsten Videobearbeitungsprogramme sind. Ich möchte natürlich jetzt nicht gleich hier so Adobe oder Sony Vegas oder irgendwas, diese großen Programme, die mich ein Vermögen kosten. Nein, es reicht, wenn irgendwas Kleines, was cool ist, was keine Performance-Probleme verursacht. Ich bin da jetzt blond, aber nicht doof. Also ich kann mich da schon reinfummeln, ne? So ist es ja nicht. Gib mir einfach mal Tipps, poste die in die Kommentare und dann sehen wir weiter. Wisst ihr ja alle, dass am vergangenen Samstag das letzte Mal der Stefan Raab im TV war. Und wenn ich mich mit meinen Freunden drüber unterhalten habe, konnten die es gar nicht verstehen, dass ich da so traurig drüber war. Aber ich muss ehrlich sagen, dieser Mensch hat meine Kindheit geprägt, meine Jugend geprägt. Ich bin mit dem aufgewachsen und ich würde euch jetzt gerne einfach mal ein paar Sachen über mein Leben mit Stefan Raab erzählen. Ich weiß nicht, einige von euch kennen das noch, die sind nämlich vielleicht im gleichen Alter oder ein bisschen älter als ich. Die jüngere Generation, die unter 20-Jährigen, die sind da, kennen das vielleicht gar nicht mehr so. Kennst du das noch? Nein, du kennst das nicht mehr, ne? Früher hast du vor deinem Fernseher gesessen und hast stundenlang gewartet, dass auf Viva oder MTV oder sonstige Musiksender Musikvideo kam. Dann hast du bei deinem Videorekorder die Finger schon auf der Taste gehabt, damit du direkt auf Aufnahme drücken konntest, um dieses blöde Video aufzunehmen. Wie es natürlich so kommen muss. In dem Moment, wo du mal aufs Klo musst oder an den Kühlschrank, um dir irgendwas zu naschen zu ziehen, kam dein Video natürlich und du hast es verpasst. Dann durftest du dich wieder stundenlang vor den Fernseher setzen und drauf warten. Also so fing das bei mir alles an. Irgendwann, ich glaube, ich war 11 Jahre alt, fing das dann an, dass ich Vivasion zum ersten Mal gesehen habe. Ne? Also ich kann mich noch ganz genau an Stefan Raab erinnern, mit seiner komischen Brille und seinen mega komischen, schrillen Klamotten, die überhaupt nicht zusammengepasst haben. An die ersten Rabigramme kann ich mich erinnern. Wer kennt's nicht? Aaron Carter. Mama, ich muss pipi. Ja, denke ich mir auch manchmal, wenn ich hier meine Jungs sehe. Mama, ich muss pipi. Mama, ich muss pipi. Mama, ich muss pipi. Mama, es will ganz schnell raus aus mir. Oh, es ist schon da. Auf jeden Fall, das sind so Sachen, die so meine Jugend geprägt haben. Auch der Hase, ich glaube, wie hieß er denn? Elvis hieß der Hase, ganz genau. Bin ich so eingestiegen mit Stefan Raab und dann ging es irgendwann los, weil ProSieben angefangen hat und seine eigene Show gekriegt hat, TV Total. Naja, wurde so ein bisschen blechig, glaube ich, am Anfang, hat niemand gedacht, dass da was Großes draus werden kann. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Und ja, ich mochte Stefan Raab. Das, was uns Kinder damals mit 14 Jahren am meisten geärgert hat, das TV Total, ich glaube, es lief immer 22:15 Uhr montags. Ich war ja natürlich ein glückliches Kind, das mit 14 Jahren seinen eigenen Fernseher hatte. Heute kennt ihr das ja alles nicht mehr. Heute habt ihr ja mit 10 schon euer erstes Handy. Aber damals war das nicht normal im Alter. Ich habe abends dann immer gewartet, bis ich meine Mama draußen nicht mehr höre. Und dann habe ich den Fernseher ganz leise gemacht, dass ich wirklich gerade noch so irgendwas höre. Dann natürlich den Finger wieder auf die Fernbedienung, auf den Ausknopf. Dass wenn Mama reinkommt, dass sie denkt, ich schlafe, habe ich natürlich nicht. TV Total war damals so modern, so in für uns in der Schule, dass wir waren wirklich out, ja, wir waren richtig out, wenn wir am nächsten Tag, wenn wir nicht mitreden konnten, wie das neueste Rabigramm war oder
wen er wieder verarscht hat oder sonstiges. Sowas wie YouTube oder irgendwie Video on Demand oder sonstiges hatten wir ja damals noch nicht. Also, wenn du es nicht gesehen hast, konntest du es auch nicht nachholen. Es sei denn, du hast es halt aufgenommen. Ja. Auf Video, ne? DVD-Recorder damals, unbezahlbar. Und sowas brauchst du auch nicht, wenn du 14 oder 15 warst. Dann kam irgendwann der Grand Prix, ich glaube es war 2000. Das war das allererste Mal, das weiß ich noch ganz genau, durfte ich bei meiner Freundin schlafen. Ich bin auch am Tegernsee gewohnt und wir waren dann auf einem Straßenfest oder Stadtfest, Waldfest, was auch immer. Nacht durfte ich bei ihr schlafen. Haben wir uns vor ihrem Mini-Fernseher gehockt und haben wirklich mitgefiebert, wie Stefan gerade beim Grand Prix aufgetreten ist. Mit Watte hatte Dude da. Und wir haben natürlich gehofft und Daumen gedrückt, dass er weiterkommt, dass er Erster wird, aber hat ja nicht gereicht. Ich glaube, fünfter Platz? Warst du fünfter Platz? Ja. Und wir waren trotzdem ganz glücklich, dass wir nicht Letzter wurden. Also wirklich, ich denke mir dann immer, was müssen die Leute denken? Zwei Jahre vorher, dieser Gilde Horn, ja, was er, glaube ich, Stefan Raab auch mitgeschrieben hat oder mitproduziert hat. Und dann kommt Stefan Raab. Mit den Jahren wuchs man dann so heran. Und es machte nichts, wenn man mal TV Total nicht gesehen hat. Weil es war ja immer da und dann ging es ja auch los, dass es irgendwann dann nicht mehr nur montags lief, sondern vier Tage die Woche. Also konnte man sich ja praktisch aussuchen, wann man die Sendung sehen möchte. Man muss das einfach nicht mehr jeden Tag sehen. Ja, dann kam es irgendwann der erste ernstzunehmende Freund, die erste eigene Wohnung, der erste Job, erste Mal shaky shaky in der Disco. Ja, dann hat man das natürlich nicht mehr so oft geguckt. Man hat ja vielseitige andere Interessen. Eben die Höhen und Tiefen eines heranwachsenden Menschen. Also wenn man irgendeinen Tiefpunkt in seinem Leben hatte, so als Teenager oder heranwachsender Teenager oder Twin, ja. Was denn? Was ist los? Dann hatte man ja ab und zu mal so einen Tiefpunkt und dann saß man in seiner ersten eigenen Wohnung alleine. Nicht wundern. Und dann saß man in seiner eigenen ersten Wohnung alleine rum und abends und dann wusste man, ja gut, was mache ich jetzt, um mich wieder aufzuhalten? Ja, ich schalte einfach TV Total an, weil es lief ja immer. Es lief ja jeden Tag, außer Freitag, aber da war man ja sowieso im Club. Stefan Raab hat mich mit viel Humor und Comedy getröstet, weil es sein musste. Moment. Dann. Danke! Er hat mich mit viel Comedy und Humor getröstet, wenn es sein musste, und mich zum Lachen gebracht, wenn ich es wollte. Auch als ich dann älter wurde, dann habe ich mich sehr oft auf einen entspannten Abend vom Fernseher gefreut, weil die ganze neumodische andere Comedy, das war einfach zu viel für mich. Das mochte ich nicht, das war nicht mein Stil. Und man konnte sich eigentlich bis zuletzt, ich bin jetzt 30, mit Freunden und Freundinnen immer einen schönen Abend machen. Vom Fernseher und irgendwas von Stefan Raab gucken. Denn mittlerweile hat er ja wirklich alles erobert. Turmspringen, Crash-Car-Challenge, Wok-WM, Schlag den Raab, Schlag den Star, Pokernacht, was auch immer. Es gibt ja noch so viele Sachen. Er hat einfach das TV-Programm komplett übernommen auf Pro7. Und dann kam er, dieser eine Tag am 17. Juni 2015, als er seinen Rücktritt ankündigte. Viele andere und ich auch haben gesagt, ah, das macht er nicht wirklich, obwohl er es ja damals schon angekündigt hatte in seiner Jugend. Die Zeitspanne bis zum Ende des Jahres 2015 war ja noch so mega weit entfernt. Da hat ja jeder gedacht, er entscheidet sich nochmal um oder er kann das einfach nicht aufgeben. Ich habe jetzt auch vor einigen Tagen ein paar CDs zusammengesucht, die ich auf dem Flohmarkt verkaufen kann. Und da waren unter anderem so schöne Sachen dabei wie Warte, hatte Dude da oder wir kiffen, was auch immer. Er hat ja einiges produziert in seiner Vergangenheit. Ja, dann ist mir auch ein ganz besonderes Fundstück in die Augen gefallen. Das TV-Total-Album, das allererste von Stefan Raab. Ich habe da natürlich direkt hinten drauf geguckt und habe mich total drauf gefreut, diese ganzen Titel nochmal zu lesen. Und habe dann auch die CD dann wirklich in den Blu-ray-Player geschmissen und habe mir so einige Sachen nochmal angehört. Ich glaube auch nicht, dass ich mich von dieser CD trennen kann. Am vergangenen Samstag, den 21., nein Quatsch, den 19.12. war es dann soweit. Der liebe Stefan hat mit Schlag den Raab seine letzte Sendung, also Schlag den Raab,
war für mich ein sehr emotionaler Moment und ich habe auch wirklich, eigentlich wollte ich mir auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich habe gesagt, nein, ich muss diese Sendung gucken. Das letzte Mal, dass man gefüttert wird mit Stefan, ist eben auch was anderes. Für mich war es wirklich sehr emotional. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, vielleicht hängt ihr da nicht so dran. Es gibt ja viele Comedians und die kommen und gehen. Und für mich war es einfach ein ganz besonderer Mensch. Wie gesagt, er hat meine ganze Jugend begleitet, hat mir immer geholfen, wenn es mir schlecht ging. Und dabei habe ich ihn nie kennengelernt. Ja, aber dann war es wirklich so weit. Ich musste Abschied nehmen vom großartigen Menschen, den man ja so gut kannte und eigentlich überhaupt nichts wusste über ihn. Eigentlich ist es verrückt, dass man so eine Emotion empfinden kann für jemanden, den man nie getroffen hat, nie gesehen hat. Es sei denn, man ist irgendwie 12, 13 Jahre alt und eifert einer Boyband hinterher. Dann denkt man nochmal zurück. Wie oft hätte ich gern mal in einer Sendung dabei gesessen? Wie oft wäre ich gern mal bei TV Total dabei gewesen? Oder bei Schlag den Raab? Und man denkt sich immer so, ja egal, das schiebt das auf, das, der ist ja immer da. Der macht das ja immer, bis er irgendwann nicht mehr existiert. Und so hat man es immer aufgeschoben. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bereue es ein bisschen, dass ich da nie wirklich war. Und ich glaube wirklich, ProSieben und Comedy Deutschland hat einen ganz großen Entertainer verloren. Hallo, reißt euch mal zusammen, meine Freunde. Annie! Annie! Letztendlich bleibt mir wirklich nur zu sagen, ja, ich bin ein Fan und ich werde es auch weiterhin sein. Ich muss es zugeben. Aber ich bin es auch gerne gewesen. Und dann kann ich am Ende eigentlich nur noch sagen, tschö Stefan und einen tollen Lebensabend mit deiner Familie. Du hast es dir wirklich verdient. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn noch jemand was von mir wissen möchte, schreibt es einfach unter das Video. Ich werde mich, denke ich mal, ziemlich bald mit einem neuen Video zurückmelden. Ich habe ja jetzt Urlaub, wie gesagt. Und ich wünsche euch dann noch viel Spaß auf meinem Channel. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ja noch ein paar weitere Videos angucken. Bis bald!